Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder. Heute mit Pulitzer. Guten Tag. Und es ist ein Wunder geschehen, das deutsche 6-7er-Deck funktioniert ausnahmsweise mal bei mir. Es ist ja sonst immer kaputt und ich kann es nicht spielen, aber wahrscheinlich, weil ich jetzt diesen Panzer hier freigeschaltet habe, den Schützenpanzer 12 minus 3 mit Leichtgeschütz, ist das Deck wohl mal ausnahmsweise heute nicht verbuggt. Ich würde das Ding gerne mal ausprobieren. Das ist jetzt mein erster Versuch. Ihr kriegt also den First Look hier präsentiert. Hast du den schon mal im Testdrive Ein gemacht? Testdrive, ja. Ich wollte gucken, wie. Ich habe den ja ein bisschen bebuscht. Ich wollte Ja. gucken, wie ich den bebuschen kann, ohne dass mir die Büsche die Sicht verderben. Ich bin sehr gespannt auf den. Im Testdrive hat er mich noch nicht so überzeugt, finde ich. Nee, ich denke, auf manchen Maps, wenn du den wirklich nur so spielen kannst, dass nur die Kanone rausguckt, Ja. dann ist der ganz okay, aber. Ich fahre Richtung diesem kleinen Dorf da unten in F6. Ich finde, der sieht halt witzig aus, deswegen habe ich den auch dieses Mal hart erspielt. Ja, und lange warst du vor mir. Und es war mir so ein Anliegen, dass, wenn du schon mal den ersten Battle Pass spielst, dass ich am Ende vor dir lande und ihn vor dir habe. Tja, tja. Ja, ich hatte ein paar Tage keine Zeit, sonst wäre ich schon lange vor dir fertig gewesen, aber. Mein Glück. Ja, ich habe mich gestern hingesetzt, Leute, und habe mit dem Battle Pass Boot die letzte Aufgabe da gemacht. Das hat mir sehr geholfen, auch mit den italienischen Boote noch ein bisschen weiter zu grinden. Nee, nee. Gestern, heute ist mein letzter Urlaubstag. Gestern habe ich einfach mal einen ganz ruhigen Tag gemacht. Nichts gemacht, irgendwie abends noch den neuesten James Bond-Film geguckt und sowas. Der geht ja auch irgendwie 2,5 Stunden oder so. Und danach war ich müde. Weil ich Ja. mich noch mit einem halben Kilo Sushi voll gefressen habe, die ich mir geholt habe. Und dann wollte ich kein War Thunder mehr spielen. Sonst hätte ich wahrscheinlich die eine Aufgabe gestern auch fertig gemacht. Aber ich finde jetzt schon, er könnte ein bisschen schneller sein. Ja, der ist auch super langsam. Jetzt. Das ist halt dieser HS30-Warner, die ist halt langsam. Ja. Obwohl er fährt jetzt seine 50, aber wenn man überlegt, was der Jagdpanzer 4-5 oder so schafft oder der Ruhr, Ja. dann. Aber da haben sie halt auch einen anderen Motor reingepackt, ne? Ja, genau, hier ist bestimmt wieder dieser kleine 140 PS Motor oder so drin. Was hat er denn? Ah, 220, na gut, dann braucht er trotzdem mehr Leistung. Der Ruhr hat 350 oder so. Ich Oder höre schon Dinge 250. Ja, links vor aus uns. der Richtung, ja. Oh, das hört sich aber nach mehr als einem an. Das ist okay, ich habe eine Also hier ist 20. einer. Darf ich den killen? Ja, mach ruhig. Da ist aber noch einer irgendwo. Hier irgendwo so in die Richtung. Oder? Also ich habe nur den einen gehört. Ja, nee, dann war's das. Ja, rücken vor, dann rückt auch vor. Hier ist es langsame Anfahren. Was ist das denn? Kann ja mal aufs Feld rausfahren und ein paar Gegner anlocken, die du dann killen kannst. Ich fahre jetzt einfach mal ganz blöd aufs Feld raus. Bin mal gespannt, Lol. wie die rechts von uns, wie die Kanone Links wirklich von uns. links auch, okay. Oh. Ich bleib mal stehen und du guckst mal, woher ich beschossen werde. Aus, Hier ja. steht hinter diesem Haus. Oh, ich werde auch von vorne beschossen, Wanne voraus von mir. Ist ein Geschützrohr. Das ist ein Der Sherman. hier kommt nicht mehr weg, das ist irgendwas Sowjetisches. Ja. Schatz ist der Meter, Riese. einen Meter höher. Okay, aber der mich beschossen hat, der fährt jetzt erstmal weiter. Er könnte sein komisches Geschütz hier oben drauf auch ein bisschen schneller drehen. Ja, das ist echt lahmarschig. Das ist mir auch aufgefallen. Ach du Scheiße. Also der Jagdpanzer 4,5 hat 470 PS. Ja, okay, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Deswegen, ich bin mir gar nicht sicher, was der Rudern hat. Der muss ja eigentlich noch mehr haben. Hat er sogar noch einen Turm mit der gleichen Kanone. Ja. Und ist schneller. Also da muss deutlich mehr noch dran sein.
Aber es ist ja das gleiche Problem auch mit dem Raketenjagdpanzer. Der hat ja auch nur die 220 oder so. Sind auch nicht so geil. Ja gut, aber das sind halt alle eigentlich Rumstehpanzer. Ja, aber die haben es halt, ja gut, die haben nicht an Warfunder gedacht, als sie die entwickelt haben. Das stimmt. Idioten, ey. Hätten sie mal früher nachdenken müssen. Ja. Oh, Frage ist jetzt halt, wo sind die alle hingefahren? Ja gut, der eine. Die suchen das P, das dürfte der hier sein. Ja. Geben sie halt gerade ganz schön in der Stadt eins auf die Mütze. Bin jetzt auch wieder bei dir gleich. Ich möchte jetzt halt nicht auf die Hügel drauf fahren. Also, dass ich hier unten stehe, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Au, verdammt. So viel zum Thema nicht hochfahren. Hä, wo ist denn der gewesen? Der ist rechts Richtung Stadt. Ah, ich sehe ihn. Gut, aber ich habe ja Gutscheine drauf. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe, ich habe gerade ein Hori Production gefunden. Und links von mir ist ein Gegner. Oh shit, da ist die 100p. Scheiße, okay, dies war das. Da sind dann mehrere. Der markierte DD dürfte der Production sein. Okay. Und die 100p ist in dem Ort, wo wir gerade waren. Wie unschön. Ja. Aber es ist jetzt halt auch kein Fahrzeug, mit dem ich unbedingt in die Stadt fahren will. Nein. Dafür dreht er mir sein Rohr zu langsam. Wenn die sich da jetzt reinsetzt, haben wir ein Problem. Aber gut. Man muss allerdings auch sagen, die hat das gleiche Problem. Aber die hat halt eine bessere Ausgangsposition jetzt. Ich höre einen Hubschrauber. Da meine ich das nur. Links von uns. Da, dieses Luftabwehr-MG von unser Team. Ich hab ihn. Dafür ist die 20er immerhin gut. Aber hat die einen ordentlichen Richtbereich? Also der ging gerade ganz gut hoch, ja. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Da hat die 100p ist das, die markiert ist, hier in die Richtung. Ja, ich sehe sie leider nur ganz schwach. Sie gehittet. Aha, ich habe den Ladeschützen gekillt. Sorry, musste sein. Sie sehr gut. Geschlossen. Nee, nee, sehr gut. Weg damit. Au, von rechts habe ich eine gefangen. Au, au. Von rechts, hier vorne schon. Keine, also. Ja, hier fährt was gerade. Okay. 2 ist 3M. Ladeschütze. Zweiter gefahren, ist markiert. Ja, jetzt mal fahre ich wirklich nicht den Hügel hoch. Aber, und da ist noch einer. Noch ein 2S3, sind zwei. Deswegen hatte ich da auch kaum Schaden. Okay, nee, Type 775 ist das gleiche. So, sehr ähnlich, ja, ist der Japaner davon. Also irgendwie von der Mobilität her erinnert mich dieser Schützenpanzer voll an den Raketenautomat, aber es ist halt auch wieder dieselbe Wanne, ne? Ja, genau, ja. Diese ganze Baureihe auf diesen saurer Schützenpanzer, die ist echt kompletter Müll. Deswegen gingen die wahrscheinlich auch nie in Serien. Naja, doch, die gibt's schon in Serien, nur halt nicht für Deutschland. Ah, okay. Oh nein, das ist eine Bombe direkt von meinem Fahrzeug. Als unglücklich. Ja. Also die Österreicher, es ist ja eine österreichische Firma, die benutzen die, soweit ich weiß. Oder haben sie, ich weiß nicht, ob sie es immer noch benutzen. Hey, cool, ich habe auch eine gefangen, toll. Da, zwei Flugzeuge am Himmel, das heißt Coelian ist dran. Ich muss nämlich ein Flugzeug abschießen. Okay.
sind viel bessere Flaggs am Boden von uns als ich. Obwohl, hier ist eine M42, so viel besser finde ich die jetzt nicht. Ja, Kugelblitz zum Beispiel. Ja, okay. Und der Le Kampf Panzerherr hat den gerade mit einem 50 Cal abgeschossen, die so. Ja, nichts geht über 50 Cal. Obwohl gegen den Heli gerade war auch die 20er sehr gut. Ja. Die hat eine sehr hohe Feuerrate, diese 20er, das ist nicht schlecht. Was sagst du jetzt zu dem Deck? Funktioniert's, ja? Ja, nö. Es wird jetzt trotzdem kein stehendes Deck bei mir. Dafür ist der irgendwie... Macht er keinen so guten Ersteindruck, würde ich sagen. Ja. Der ist so langsam für mich. Weil wenn der schnell wäre, könnte man mit dem Aufbau obendrauf ganz gut in eine gute Position direkt am Anfang fahren. Mhm. Und die Leute so ein bisschen nerven, aber da er das nicht kann... Man doch irgendwie eine halb defensive Rolle spielen. Auf manchen Maps wird er gut sein, aber ich werde das 6-7er Deck jetzt trotzdem nicht nutzen. Ich werde meine nächsten Picks werden auch der Le Kampf, der Le Kampf Panzer auf 6-3 und der 4-5. Ja, gut, das aber auch. Jeweils das bessere Fahrzeug. Genau. Doch in dem Deck fahre ich über die moderneren Sachen. Aber immerhin gewinnen wir die Runde. Das ist ja auch sehr gut. Muss aber noch Flugzeug abschießen. Ich glaube, ich habe wieder das Piepst von der Bombe. Oh, nice. Ach, Mann, ey. Das ist so nervig. Das ist halt so häufig. Oh, ist das gegnerische Flugzeug? Ja, eine IL-10. Ach, Mist. Bad gesehen. Oh Gott, der lädt gar nicht mehr nach bei mir gerade. Komm, lad nach. Müde. Der Ladeschütze. Ja, der ist sehr müde. Au. Das war mein Motor an einer sehr beschissenen Stelle. Kann ich mich nicht zurückschießen. Okay, er ist noch nicht raus. Der letzte Kämpfer da. Nee, doch nicht, ist noch einer. Ich glaube, mit dem Flugzeug werde ich nicht mehr ankommen, aber kannst ja versuchen. Auf was fliegst du? Adito. Nee. Das. Ich weiß gar nicht, haben die. Es gibt was auf 6-7? Ich glaube nicht. Die 262 mit der 50er zum Beispiel. 262 mit der 50er. Die A1U4 Pulkzerstörer. Die habe ich nicht. Also, das ist so ein Premium-Flugzeug, oder? Nee. Das ist nur einen ganz normalen Track. Ja. Nee, den Baum habe ich überhaupt nicht. Oder die Arado von 6-3, aber du fliegst ja keine Bombe. Ja, auch nicht. Ja. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber irgendwann werde ich mal dran arbeiten müssen. So, mal gucken, wie die zweite Runde wird. Also den Ersteindruck fand ich jetzt nicht so geil. Es kommt halt echt auf die Map an. Das hier könnte eine sein, tatsächlich. Naja, zum Beispiel dieses Waffensystem ist ja auch auf den Italienern drauf, aber die Italiener sind schnell, die Fiats, und da kann man dann, ich fahre Richtung C, da kann man dann halt sehr gut damit arbeiten, finde ich, weil da kommt man gut in eine gut schnell in eine gute Position, kann die Gegner schon überraschen und denen auf den Sack gehen. Und das kann das Ding halt nicht. Aber Richtung C sind ein paar Gräben oder so, wo ich mich vielleicht reinstellen kann. Ja.
Vielleicht klappt das ja. Naja, ich muss mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den spielen würde. Also ich würde halt, also meine Idee ist jetzt wirklich hinter einem Hügel oder so zu stehen. Aber mit was schießt das Zeug? Heat. Auch nicht Heat FS, sondern einfach nur Heat. Diese kleinen komischen Heat Geschosse. Oder halt Hash, ich habe auch noch Hash dabei, falls die Heat ein leichtes Ziel nicht sofort killt. Ich weiß nicht, wann ich jemals Hash benutzt habe, ich glaube gar nicht. Ich benutze oft Hash, um leichte Ziele zu finishen oder so. Aber du hast halt auch, also zumindest auf meiner Kurz hier habe ich irgendwie 12,7 Sekunden Reload. Und das ist jetzt halt auch nicht so mega gut. Ist halt auch echt lange, ey. Ja. Also ich wollte den vor allem haben, weil der halt einfach mal witzig aussieht. Na, ja, ist auch ein cooles Sammlerstück. Weil so etwas Uniques ist halt... Kommt nicht so oft. Boah, kacke, sind hier viele Gegner bei mir. Scheiße. In welche Richtung? Ja, hier an der Straße einfach. Okay, ja, die sehe ich nicht. Hochfrequentiert. Au, jetzt habe ich hinter mir einen stehen. Wo kommst du jetzt her? Uiuiui. Uiuiui. Okay, wir haben ein gutes Abtier bekommen. Also 7-3 sind wir mindestens. Ja, wir sind 7-7. Ah, guck mal, ich glaube, das war mein Killer, oder? Ich glaube, das ist mein Killer gekillt. Oh nee, da komme ich nicht rein mit der 20er. Nee. Nee, in den IS-4, nicht in den IS-3, da war noch ein T-44, aber da bin ich auch nicht seitlich reingekommen mit der 20er und die Heat hat ihn halt nicht gewonshottet. Na gut. Aber ich habe einen Kill gemacht vorher. Immerhin. Ja gut, darf man jetzt auch nicht überbewerten, die ersten zwei Runden mit so einem Fahrzeug zu fahren. Man weiß noch nicht, was man damit tut. Oder tun kann, besser gesagt. Ja. Aber egal. So gibt es wenigstens einen ehrlichen Ersteindruck. Hätte mich jetzt auch hinsetzen können und den ganzen Nachmittag aufnehmen können, um dann was zusammenzuschneiden. Hier in der Senke ist... Au. Da war der IS-3 wieder, der ist hinten durch. Okay. Hab ich gerade aufgeklärt. Was will ich denn jetzt und was will ich jetzt fahren auf einer 7-7er Runde? Na, auf Fuck! Lass das. Oh, jetzt sitze ich wieder im Le Kampfpanzer. Mein liebstes 6-3, mit 6-7er Fahrzeug bei den Deutschen, obwohl es 6-3 ist. Au, 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 au. Oh, Flugzeug. Scheiße, die kommen voll an unseren Spawnrand schon. Steht schon einer. Okay. Naja, ich kann gerade nicht fahren, ein Flugzeug hat mir den Motor gezogen. Lol, ich wurde nicht von der IS-3 direkt gewonshottet. Was ist da denn los, bitte? Nein, ich hab's knapp verschossen. Das ist nicht schön. Komm, lad nach, bevor er schießt. Nein, da sind mehrere IS-3s. Ah, ein Hit. Meine Heat hat einen Hit auf die IS-3 gemacht. Jetzt habe ich nur noch die Ostwind. Ne, 10-5er Tiger, aber da werde ich auch nicht viel mitmachen können, glaube ich. Denn da ist der Reload halt auch viel zu lang. Hätten wir wenigstens getradet, das wäre ja okay gewesen, aber dann nur einen Hit zu machen mit der Heat ist halt... Oh, sehr schön. Das ist auch wieder so typisch dann in so einem Moment. Du hast Tiger 2 nach links weggefahren. Nein, nicht Tiger 2. Nee, ich sitze in der Ostwind. Ich möchte jetzt keine IS-3 jagen. Lieber was das Flugzeug da macht. Vielleicht kommt es nochmal näher.
Captain wieder. Vielleicht ziehen sie sich dann ein bisschen zurück. Die 21 hat. Ach du Scheiße. Überholt, nice. Die S3 sind so schlimm, ey. Ich weiß nie, wie man die gescheit killen soll. Ja, vor allem wenn man halt keine gute Heat hat. Na gut, die werden jetzt einfach unseren Spawn zu rushen. Ich sehe 3 Stück von denen. Ja. Oh, der weiß, dass ich hier bin. Okay. Ist wieder ein IS-3. Ich habe keine Ahnung, wo ich von dem hinschießen soll, ey. Sehr gut. Ich bin raus. So, einen habe ich mir wenigstens noch geschossen. Der ist nice. Ganz seitlich gefahren. Komm schon, zeig dich. Jetzt hat er den nächsten. Oh, jetzt steht da unten gleich. Ich habe keine Ahnung, wie ich killen soll. Das wird echt schwierig, ja, mit der Kanone. Neben die Kanone schießen oder so. Scheiße, den haben wir auch nicht gekillt. Aber er dich. Nee, auf den haben wir ja nicht mal geschossen, gerade auf die IS-3 da hinten. So, kurz nochmal Coelian rein, die ärgere ich jetzt nochmal kurz. Genau, kratzt sie noch ein wenig Lack ab. Das wird sie nerven, wenn sie es hinterher neu lackieren müssen. Richtig dolle. So, Gleiskette. Ich habe 2 Kanonen, du kannst mir gar nichts. Aha. So, ich würde sagen, schnell in die dritte Runde. Die kann nur besser werden. Den habe ich nochmal richtig gegeben, ey. Ja, nee. Also, volles Abtier eher schwierig. Gut, jetzt habe ich bisher einen Panzer und einen Hubschrauber. Okay. Toll. Das könnte hier mein Plan sein. Ich bin zu langsam, um in eine gute, schnelle Stadtposition zu kommen. Ja. Und so viele mega viele Hügel gibt es jetzt hier auch nicht. Und volles Abtier. Ja, ich glaube, ich versuche es mal über die rechte Seite, über die östliche Seite. Das mache ich sonst nie. Vielleicht klappt das ja mit dem Ding. Hm. Ja, gut. Bisschen hinter den Schiffen verstecken. Ja. Oh, komm, fahr doch an. Interessanterweise beschleunigst du schneller als ich. Ist dein 4-5 ausgebaut? Ja. Dann ist es wirklich interessant. Ich glaube, also sollte. Ja, okay, jetzt. Ja, so richtig krass wegziehen. Ist aber auch nicht, ne? Da kommt ja meistens was raus. Ja, ich guck jetzt mal, ob ich mich hinter diese Steine hier stellen kann. Schauen wir mal, ob ich es bis hoch schaff. Ist auf jeden Fall was auf dieser Seite hier gespawnt, da kann nämlich eben MG feuern. Ah, hier hinten. Oh, da ist ein Schiff im Weg, aber sehr gut. Ja, 152 ist er. Warum? Ist das ja 2-3 oder so? Oder 2-7? Vielleicht dachte er, da kommt Hubschrauber oder sowas, keine Ahnung.
Ich wollte trollen. So, ich guck mal um die Ecke, ob hier was ist. Nö. Hier ist gar nichts. Rück ich noch ein wenig vor. Hier ist wirklich null. Warte mal, ist das ein Panzer? Ne, ist kein Panzer. Hier haben wir was. Fährt gerade einen Hügel hoch. Ich konnte gerade von hier aus irgendwas aufklären, was schon aufgeklärt war. Alles, was aufgeklärt ist, auf der anderen Seite der Map. Was ist denn da schon wieder los? Nice, sehr gut. Ja, ich glaube, das hier ist jetzt eine richtige asoziale Position, wo ich bin. Ist doch okay. Ja, aber das grenzt jetzt schon an Spawncam. Jetzt bin ich sogar schon im Spawnbereich, obwohl der echt noch weit weg ist. Ah, da ist gerade wieder was gespawnt. Ich bin überhaupt nicht hier. Guck mal, dass ich den dann hier in die Seite fangen kann, wenn du die da an dem Spawn klein hältst. Versuch's zumindest. Weiß nicht, kannst du mich sehen, Kollege? Ah, nicht so richtig. Du bist aber schon gefahren, das heißt, du bist auf jeden Fall verwundbar. Turm gegen keinen Turm, wer gewinnt? Kühler, nice. Der Kühler hat auf jeden Fall schon mal verloren. Aha. Okay. Mein Soldat hier drin hält die aufgeklärten Panzerjäger für eine Luftabwehrstellung. Und der nächste. Ja, gut, also die Position ist arschig. Hier steht so ein Boot rum, hinter dem ich mich einfach verstecken kann. Und dann komme ich immer wieder kurz raus und dann ist. Wir haben schon ein Flugzeug am Himmel. Nicht die Gun Depression für so eine Aktion. Viel haben wir denn da? Minus 6, das ist jetzt auch nicht so geil. Ah, sie haben mich. Komm, leg das rum in die Richtung. Bleib bitte hier. Fahrer, ja. Au, ich wurde getroffen von irgendwas. Echt, ja. Da war ich noch rein. War zu viel. Au. Verdammt. Okay, es hat also auch nicht so gut geklappt mit dem hier rumfahren. Vielleicht ist er ja auch einfach nicht gut. Ja, so langsam habe ich auch das Gefühl. Gun Depression hat jetzt auch nicht mit minus 6, also so, okay, immerhin kriege ich Scouting Assists. Das ist ja immerhin etwas. Und der IS-3, der war gerade auch ziemlich unbeeindruckt von der Heat. Der hat da zweimal schön gefressen, ohne zu sterben. Okay, eine Abschlusshilfe bekomme ich jetzt auch. Wo gibt's hier ein paar Ziele? Okay, der Richtbereich ist nach oben jetzt nicht super perfekt. Komm, komm, komm. Flieg in meinen Richtbereich. Das auch. Na, okay, gut. Ist aus Third Person ein bisschen schwierig zu treffen. Vielleicht kann ich es mir holen. Sehr gut auch. Du musstest nur ein Flugzeug zerstören, ne? Ja, ich bin aber voll ins Flugzeug eingeflogen in seinen Truck. Ich hab's gesehen, ja, ich hab's
mir mit meinem Fernglas angeschaut. So ein Mist. Voll unnötig, aber gut. Passiert. Ja. Aber ich weiß nicht, was der vorher gemacht hat. Der ist auf einmal gefletzt, bind. Ich weiß nicht, ob der irgendwo hängen geblieben ist. Alter. Panther, worauf schießt du? Okay, ich darf es nicht aufklären, was auch immer da ist. Ach, da ist was. Ah, okay. Die alle fertig. Für mich läuft die Runde ganz gut. Ja, ja, sehr gut. Aber du bist auch nicht mit dem Ding hier gefahren. Oder ärgere ich mich, dass ich den Battle Pass gespielt habe. Also hast du wenigstens mal wieder 6-7er Deck einen Premium. Ein Sammlerstück. Ja. Du kannst ja noch auf Level 125 spielen, dann kannst du den verkaufen. Ein Problem. Nee, das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Das wäre ein wenig zu viel des Guten. Ja. Ich bin gerade übrigens mit der Panther 2 Kanone an einem M47 abgeprallt an der Unterwanne. Hm. Ich frage mich... Nett. Wie geht das? Die sind jetzt nicht dafür bekannt, super fest gepanzert zu sein. Das stimmt, ja. Ist ja ein MBT, aber. Oder ein Medium quasi. Aber ich finde, der fühlt sich immer wie ein Light an, wenn man den fährt. Beim 47. Ja. Der ist halt relativ fix, der ist sehr gut motorisiert, ja. Scheiße. Da sind ein paar Heavies, wo ich markiert habe. Naja, ich kann sie nicht beschießen, ich kann sie nur aufklären. Wenn ich eine andere. Richtung fahre, vielleicht. Das sind ganz schön viele Flugzeuge unterwegs. Kommandant. Oh ne, er hat's gemerkt, wo ich bin, oder? Er hat's gemerkt, ja. Das ist jetzt blöd. Oh Gott, die Heat hat keinen Schaden gemacht. Die Heat ist aber auch irgendwie nicht gut, habe ich das Gefühl. Irgendwie, keine Ahnung, bei den Italienern spiele ich sie sogar relativ gerne, aber hier gerade hat sie mir keinen Spaß. Die haben noch Jagdflugzeuge, na gut, egal. Ich bin jetzt im Flugzeug. Sollte immerhin schneller sein als eine PR-50. Aber ich glaube, diese Runde wird auch ein richtiger, typischer Deutschland 6-7 Abtier Niederlage-Runde werden. Ja, mit, unser Team ist ziemlich aufgelöst schon. Ja. Gegnerteam leider nicht. Ob ich wenigstens von oben noch irgendwas machen kann. Und zwei Heavies und ich kann nicht schießen. Naja, ich stürze mich gerade auf sie runter. Okay, ich habe eine Abschusshilfe. Wo ist der zweite? Steht hier der eine. Ah, ich sehe ihn, ja. Ich sehe ihn. Und ihn angezündet. Hier steht auch noch einer. So, hab noch einen erwischt.
Sehr gut, das machen wir nochmal. Was mit dem? Ja, der brennt, den habe ich eben angezündet. Ich komme von vorne eigentlich quasi nicht durch den durch. Und irgendwas seinen Turm, ich habe seinen Turmdrehkranz von dem Heavy. Ach, die flackert mein Triebwerk. Ja, shit. Ach komm, scheiß drauf. Mir gehen leider die Panzer langsam aus. So, immerhin hab ich das BMP in B noch mitgenommen. Ja, gut. Das kann sogar sein, dass... wobei war der, dass er mich beschossen hat? Gar nicht so sicher. So, wo ist denn der T-34? Ist der ausgebrannt? Wahrscheinlich nicht. Ah, Kacke! Von vorne, von links, von rechts. Komm. Nee, also du kommst nicht mal aus dem Spawn raus. Aber wie gesagt, die Heat ist auch heute gerade bei mir ziemlich beschissen. Die ist jetzt gerade auch nicht reingekommen. Mhm. Gut, die war ein bisschen niedrig, aber... Nee, also... Was? Naja. Man nicht mehr raus. Nach der Aufnahme ist dieses Deck definitiv bei mir wieder verbuggt. Das bleibt einfach verbuggt. Das ist ein illegales Deck. Wenn du dich an unseren anderen Spawn ranschleichst, kannst du, glaube ich, ein paar Kills machen. Ja, ich versuch's gerade. Meine 4-5 gestiegen. Komplett auf den Spawn konzentriert. Motorkühler. Schon. Immer noch nicht getötet. Na gut. Aber der smoked sich ein, obwohl ich weiß, wo er steht. Das ist jetzt nicht so smart. Also mal Bomben reingeflogen. Ah, nice. Scheint so, als hätten wir den B-Punkt erstmal wieder gesichert. Ach, immerhin der gute alte 4-5 lässt mich nicht im Stich. Ich weiß gar nicht, warum so wenig, warum viele den nicht mögen. Ich finde den eigentlich voll gut. Ja, gut, die Kanone ist gut. Ich mag es halt. Die Mobilität. Nicht, dass das lahmarschig ist. Vor dir ist ein Panzer. Vor dir ist ein Panzer. Rechts. Ja, ich hab's gesehen. Hast du gerade diesen Poller erwischt? Nee, ich hab nur den Richtschützen erwischt. Okay. Und jetzt habe ich nur den Fahrer erwischt und den Kraftstofftank. Wurde doch gerade noch geschossen oder nicht? B halt die Richtung. Kommen dann Ladeschütze. Bin gespannt, ob das Flugzeug sich anfliegt. Kein Heat nicht reingekommen. Hey, willkommen bei... Aua, das wird wehtun. Mein Heat kommt frontal in den IS-Panzer nicht rein. Flugzeug fliegt dich an. Ja, ich merk's. Okay, IS ist raus. Okay, der schießt ganz schön schlecht. Also zumindest von meiner Zuschaueransicht oder nix. Ja, der hat ein bisschen, mein Motor ist ein bisschen gelb geworden. Aber er wird wahrscheinlich wiederkommen.
später bereuen. Naja, ich habe ein MG. Das macht Hits. Okay, die gehen langsam auch die Leute aus, aber viel zu langsam. Noch schön defensiv weiterspielen. Also sie haben definitiv die Lufthoheit. Ja, und jetzt habe ich auch einen Mann weniger hier unten. Ich höre da was fahren. Gleich hier um die Ecke kommen. Beachtet mich eigentlich nicht, beachtet mich nicht, wenn ihr von oben kommt. Ich bin. Da sehe ich doch das Rohr. Schon. Oh, der war nicht alleine. Na gut. Nicht gesehen. Nee, ich habe auch nicht gesehen oder gehört. Was gehe ich denn jetzt noch rein? Ach komm, ich tue es mir an. Ich gebe es ihm jetzt richtig. Hm. Den habe ich nicht mal im Deck. Schießt ruhig auf mich, hab's nach. Meine Kanone ist nicht raus, während ich nachlade. Jetzt habe ich da eine Kanone vor der Fresse. Und der hat sich zurückgezogen, na gut. Der Jagdtiger dreht das jetzt noch. Stimmt. Mag den einfach nicht. Dieses. Wobei er ist relativ. Er ist fixer als ich dachte, ehrlich gesagt. Er ist halt wirklich. Man kann mit ihm schon gute Runden haben, so ist es nicht, aber er ist halt wirklich sehr eingeschränkt. Vorne kommt man halt fast nicht durch. Ja, vor allem in einem Downtier bist du halt sehr schwer zu durchschlagen. Ja. Ah, steht doch weiter hinten, als ich dachte. Jetzt klingt das so, als kommt ein BMP auf mich zu. Ja, und ich am Nachladen bin. 13 Sekunden. Du hast mich doch gerade beschossen, wo bist du? Ah, nice. T92. Sehr gut. Flak. Gut gemacht. Kommt das Flugzeug wieder rein? Und da hinten kommt ein Gegner. Teammitglieder haben wir dann noch. 3. Ach, die hat sich das Flugzeug geholt. 3, okay. Was ich halt überhaupt nicht mag, ist, dass er so wackelt. Ja,
gut. Beim Anhalten. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, der Aufbau obendrauf, der wiegt ja auch ein bisschen was und ne, Physik und so. Oh, der ist einer, ne? Ich weiß. Oh oh. Als ob dir die Bombe was tut. Links kommt eine Celesco. Ah, verdammt. Die hatte ich aber doch, hat sie. Naja. Jetzt bin ich wieder am Nachladen. Das war, oh, der hat meine. Oh, Bombe. Noch schon wieder überlebt. Ah, ich habe gerade keine. Ich kann gerade nicht fahren. Komm, lad nach. Dann kann ich die Celesco übrigens noch abschießen. Nein, er ist davon gekommen. Okay, ZSU raus, nice. Dann ist da noch eine M48, glaube ich, irgendwo. Aua, und von rechts kommt auch was. Auch eine Flak, wie es mir scheint. Kommt aber nicht durch. Komm, 2 Sekunden noch, lass mich. Ah, sind meine Ketten wieder raus. Ja, das war's. Meine Ketten sind wieder raus. Letztes Mal natürlich richtig genutzt. Und ich bin der Letzte, ich bin nicht der ganz Letzte, okay. Das ist so eine Flak. Und links steht einer am Haus, fährt gerade wieder noch ein Stück weiter nach links. Ah, da komme ich nicht dran. Ja, Kettenfunktionstisch. Nein, Ketten wieder raus. Leck mich jetzt doch, ey. Und ich bin an ihm abgeprallt. Ja. Yeah. Scheiß auf Kette, ich brauche keine Kette. 2 Ketten. Jetzt bitte nicht die 2. Kette rausnehmen. Doch, ist sie. So. Jetzt habe ich hinter mir noch die Flaks. Das könnte jetzt aber ein Problem werden. Ja, aber er kommt irgendwie nicht an meinen Motor ran. Also dieser Jagdtiger kommt definitiv mit einem Arbeitsnachweis zurück in den Hangar. Mhm. Vielleicht hast du ja Glück, die Flakke der Muniball der geschossen. Ich sehe sie auch nicht mehr. Ah, die Runde ist durch. Ah. Gewonnen. Ja. Aber sie haben nicht über den Punkt gewonnen. Der Jagdtiger hat sich als sehr widerstandsfähig erwiesen. Aber reden wir über den Schützenpanzer 12-3 mit Leichtgeschütz. Ich mag ihn nicht, bin ich ganz ehrlich. Er wird ein Sammlerstück bleiben, der wird in meinem Hangar sitzen und ich würde ihn ganz selten mal fahren. Wenn das Deck mal gerade nicht verbuggt ist, was vielleicht ein oder zweimal im Jahr passieren wird. Also ja, da habt ihr meinen ersten Eindruck gesehen. Ich bin mal gespannt auf deinen, wenn du ihn dann hast. Vielleicht kommst du ja damit besser klar. Naja, das Problem ist halt die Mobilität. Genau, die Mobilität, ja. Und dass die Heat darauf sehr, also wirklich nicht sehr gut funktioniert, finde ich. Wenn ihr aber mit der Kanone irgendwie Spaß haben wollt, dann fahrt die Italiener. Denn die Italiener haben das gleiche Waffensystem oder halt ein sehr ähnliches Waffensystem auf dem Fiat und auf dem anderen, hier, wo ist er? R3 auf dem R3 T106 sogar mit 2 Kanonen. Die funktionieren sehr gut, einfach weil sie sehr schnell sind. Damit kommt ihr am Anfang in eine sehr gute Position und könnt den Gegnern schon in die Seite oder in den Rücken fallen. Das kann der nicht, deswegen fällt er bei mir durch. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.